Deswegen habe ich so rumgestottert. Oh, Gewitter. Sollte vielleicht mal wieder ein Video hochladen, ne? Viele. Weißt du, wir sind dann, waren wir durch so Folge 50 Minecraft. Justin so Folge 30, yes. Mir fehlt nur noch ein Part. Ja, mir auch. Dann bin ich mit der letzten Session fertig. Ich hab die komplette Session noch. Ach so. Also, bei mir liegt die noch. Wollt ihr irgendwas Unwichtiges machen? Unwichtiges? Ein Fall kassieren. Falscher. Ach genau, Stern. Ich wollte eine Kühe jagen. Nimm dir bei Robert. So, wie hab ich die Wolken ausgemacht? Ich hab's vergessen. Achso. Alter. Wie kann man die Wolken ausmachen? Bei Einstellungen. Option, Grafikeinstellungen. Nein! Wollen wir mal kurz gucken. Wolken schön? Nee, dann bei Details. Und dann Wolken oben links und dann kannst du da oben, da kannst du darauf ausstellen. Wo ist Details? Hast du Optifine? Nein. Nö. Müsste es auch eigentlich bei Grafikeinstellungen irgendwo Wolken sein, da mal einfach mal. Ja, Wolken klicken. Aus. Er hat tatsächlich kein Optifine. Wie viele FPS hast du, einen halben? Ich hab jetzt gerade 60. Hast du einen Shader drin? Na, kannst du ja gar nicht. Ich hab auch 60. Hast auch keinen Shader, ne? Bist 60. Nö. Ich mach mal, soll ich mal Shader ausmachen? Als wir noch jung waren! Ja, aber es ist doch gecapped, weißt du? 200 oder so. Fuck. Aber es ist ja auch gecapped, weißt du? Ich hab Cap ausgemacht. Capped. Caps Lock? Ja, Caps Lock. Ich hab den bei mir ausgemacht. Also bei mir steht es auf unendlich. Ich hab den immer aus, bei jedem Spiel. Ja, super. Was? Caps? Was? Fraps? Fraps? So fehlt jetzt hier schon wieder so eine scheiß Moorrübe. Moorrübe. Warum heißen die eigentlich Moorrüben? Und warum heißen die Karotten? Und warum heißen die Möhren? Warum heißt du Robert? Warum heißen die Unkerle? Das sind Fragen, die man sich nicht stellen sollte. Ja, wer kam auf die Idee, für einen Gemüseteil drei verschiedene Begriffe zu nehmen? Echt mal, man hätte es ja einfach nur Tomate 1, Tomate 2, Tomate 2, genau. Tomate. Warte, wie gehen die Sprüche mal? Es gibt Sachen, die sollten vergessen werden. Döner? Oh. Da ich jetzt eh nichts sehe, weil dieser Pissregen ja die ganze Zeit jetzt anbleiben soll. Dürfte mal eine Kühe. Ja, du kannst ihn jetzt ausmachen. Kann, ja. Ja, jetzt wo es nachts ist, dass mir das auch nichts bringt. Ja, kannst ja, auch Tag okay. machen. Wenn ja, du ja, willst. Bin ich gerade schon dabei. Darf ich auch Bastian töten? Gerne. Geil. Nachtzucht. Er hätte jetzt erst ein paar Tiere erst machen lassen. Wow. Ja, ich bin gerade Kühe von Robert und züchte die. Ach so. Boah, geil. Voll cool von dir. So, ich springe jetzt genau da runter, wo Michi runtergesprungen ist. Aber ich überlebe es. Woo! Mit Schnee auch noch. Boah, geil. So als ob ich wie in Star Wars durch so ein Ding... Kannst ja gar nicht mitreden. Wurde. Ah ne, das war ja Stargate. Wieder was anderes. Wow. Steckst du durch Kuh? Immer diese Stars am Anfang. Gesehen. Hast du alle gesehen? Was? Den neuesten habe ich noch nicht gesehen. The Rogue One? Nee, Erwachen der Macht. Und den habe ich geguckt, aber... Rogue ich habe den hier auf DVD geguckt. Von mir liegen, aber irgendwie komme ich nicht dazu, den reinzulegen. Was Filme auf Ding, Alter? DVD, ja klar. Jo. Kann ich mir nicht leisten, sowas. Ja, PS4 muss natürlich Blu-ray, ich glaube, ich habe nicht meinen CD-Player. Auch nicht. Außerdem in meinem PC. PC geht locker. PlayStation VR hat Blu-ray. Ich habe keine PS4. Ich wollte mir nur mal eine holen. Er ist auch schlecht. Ich wollte mir nur mal eine holen. Guck mal da. Das ist noch ein bisschen. Erstmal will ich mir von dem 4 Kopfhörer holen. Weil die Dinger, die ich jetzt habe, die kratzen. Was für... Ey! Was ist hier los? Also... Was hast du gemacht hier? Was ist das? Boah, geil. Ja. Nach der Pause sieht es weiter.
Ich kann eigentlich anderes Holz platzieren, aber naja. Warum bist du in meinem Haus? Warum wechselst du? Ich hab deine Kühe getötet, um die zu züchten. Du hast eine Maske auf. Wie kann man eigentlich keinen schwarzen Pulver machen? Warum hab ich Schwarzeichenholzblätter? Wegen dir, Michi. Zwiebel, du musst mich nicht schlagen, wenn er reinkommt. Zwiebel. Ja, Zwiebel, hast du fein gemacht. Alter, Enderman, warum hab ich mir Rahmen gemacht? Die wollte ich doch gar nicht. Enderman, bist du hier? Ich hab dich gehört. Enderman, wo bist du? Was hat er das denn jetzt, ja? Das ist, vor allem, da ist so ein Creeper-Knecht. Das kommt jetzt echt unerwartet, Mann. Locki, noch näher zu Roberts Haus. Hier geht ja eh nicht kaputt. Bei mir kläfft jetzt irgend so ein Hund, ey. Jetzt kommt, Rocky hat wieder Creeper-Explosion angemacht. Wo ich denn? Ich stehe nur rum. Beobachte Dinge. Jetzt weiß ich mehr, was ich haben wollte. So ein scheiß Hühnchen. Papa! Robert, mich konnte man gerade Brain AFK nehmen. Ich? Ich warte die ganze Zeit. Mich. Warum? Was hast du gemacht? Ach guck mal, hier ist ein Holzfalltür. Ich wollte was holen, wusste es noch. Er stand dann da und wusste es auf einmal nicht mehr. Ja, kennt ihr das, wenn ihr einen Film geguckt habt? Und dann, wenn der Film vorbei ist, denkt ihr euch, was habe ich mir jetzt eigentlich für einen Film gerade angeguckt? Ich beschütze dich! Oh, das ist auch so, wenn man für irgendein Gedicht in der Schule übt oder so und dann steht man vorne, also man konnte den da komplett auswendig. Und dann steht man da so und dann weiß man auf einmal nichts mehr. Boah, Schule, ey. Du hast doch bestimmt irgendwo Fäden, die du nicht mehr brauchst, ne? Was? Fäden? Ich verstehe gar nicht, wie man aufs College gehen kann, auf Uni oder so ein Scheiß. Verpiss dich, ey. Was machst du jetzt? Ich? Ja. Ich mache jetzt meine... Weiß ich gar nicht, was es ist, zu Ende. Ich weiß nicht, was ich mache, aber ich mach's einfach. Also mein... Ich hab doch gesagt, ich hab Stacks Fäden. Ich mach meine letzten 1,5 Jahre fertig und dann... Mal gucken. Eigentlich... Wie nehmen wir auch mal... Schleimbälle, ja, zwei Stück, bitte. Danke. Zwei Stück. Dann so. Fett am Harzen. Natürlich bald den Stack direkt, weißt du? Ich brauch eine zweimal neben den Stack. Dankeschön. Also vielleicht läuft's ja bis dahin mit YouTube. Dann hier, als Gegenwart. Nee, mit YouTube glaube ich nicht. Ah mein Gott, jetzt die scheiß Katzen wieder hier alle unterwegs, Alter. Das ist mit Versuch lieber Twitch. Da hast du mehr Chancen, glaube ich. Alter, ich hau die Viecher irgendwo da oben hin in den Turm, wo keine Saison mehr rankommt. Also wirklich, ich glaube, mit Twitch hast du mehr Erfolg, als wenn du jetzt YouTube anfängst. Sowieso. Ja, aber gibt viele Sachen im Internet, mit denen man Videos machen kann, mit denen man jetzt wahrscheinlich mehr Erfolg hat. Im April kommen ja relativ gute Spiele raus. Zum Teil Outlast 2. Na, mich hat aus dem Februar geflasht. Es ist bald soweit, ich bring bald meine Katzen um. Ja, mach, die bringen dir eh nichts mehr. Nee, es regt dann einfach nur übelst auf, dass die ständig auf die scheiß Kisten gehen und ich krieg die nicht mehr auf. Das ist total dumm. Hey, kannst du die nicht Sitz machen lassen? Ja, sobald mich irgendjemand schlägt, ein Zombie, stehen die wieder auf. Und dann direkt wieder auf die Kisten drauf. Ja. Ja, das sind ganz halt ehrlich, das ist doch Bullshit sowas. Nee, programmiert so eine Rotze. Nein, das ist wirklich so. Katzen sind wirklich so. Die springen immer auf Sachen drauf. Nein, das ist wirklich so, Junge. Alter. Ein Kumpel von mir hat es auch hingekriegt, dass in Minecraft hat der Hund einfach, der hat ihn geschlagen und hat sich der Hund unten in eine Kiste rein teleportiert, der saß dann da drin. Ich kann halt nur von Erfahrung sagen, dass Katzen wirklich so eine Scheiße machen. Ja, aber die nein, die gehen sich nicht auf Öfen drauf. Doch. Am besten anmachen dann. Katzengulasch. Katzengulasch. Ich wollte mir später ja, wenn ich eigene Haustiere haben kann, auch eine Katze holen. Aber... Da geht's ab mit Bastians Katzen da Liebe machen. Was? Was? Sodomie betreiben. Ach, du kannst auch vorbeikommen, wenn du willst, ja?
Oh, Burakis Öfen sind an. Was? Oh, Stein, brauchst du den? Ja, darum habe ich den reingestellt. Schade, ich brauche nämlich auch ganz Stein. Hä? Deine Kiste? Scheiß Keller weitermachen. Deine Truhe ist noch offen. Voll creepy. Vielleicht, weil Bastian reinguckt. Wer weiß. Nein, ich bin da weg. Ich bin weggelaufen. Was treibst du denn hier? Hä, dein Keller? Hier ist ja nichts los. Ja, darum ja. Oh, eine Menge Stein. Richtiger Low bist du. Du wolltest dir doch Buraki Junior noch machen, du. Dann finde mal erstmal einen Esel. Ja, keine Ahnung, cheaten. Wer cheatet denn hier? Echt mal, Zwiebel. Oh, wer cheatet denn? Ja, Zwiebel findest du so nicht. Ein Esel auch nicht. Außer man heißt Buraki. Ich wollte sagen, Esel ist nicht schwer. Kann man den Fledermaus hier nicht so finden? Was? Zwiebel ist ein Fledermaus. Ja. Ja. Ja, aber du kannst keine irgendwie Zähmen oder Namen geben oder so. Aber kann die nicht? Oh. Also, nein. Jetzt müsste so kommen, wie habt ihr das dann gemacht? Ja, gechartet. Ja, aber zwar wieder im Creative-Modus und dann wieder im Scheiß. Ja, geworden. Vor allem ich, ne? Ich hab ja Rechte und so. Vor allem du. Ja. Cheater. Cheater. Ich hab immer so richtig Bock, Bastian auf die Survival Arena so richtig in die Mitte hinzupacken. Teleportieren. Du hast keine Ahnung von dem Spiel. Dann einfach nur gucken, wie dann 25.000 Zombies von allen Seiten auf ihn zurennen. Ist die TNT geschützt, die Arena? Alles ist... Du kannst da gar keine Items mitnehmen. Du kriegst dann selber eine eigene Ausrüstung bereitgestellt. Na gut. Das funktioniert schon mal. Wo ist er? Ich hab mit deiner Ausrüstung könntest du das nämlich gar nicht schaffen. Da war doch irgendwas. Ach, Quatsch. So viele Hits, wie du kassieren wirst, zählt dir das auf Dauer gar nicht aus. In der Mob-Arena oder was? Ach, da kriegst du gar nicht mal so viele Hits. Also ich habe auf Server gespielt, da gab's eine Mob-Arena. Nee, das ist jetzt mal eine geile Herausforderung. Da haben ich pack Justin schon mal ersten Teilnehmer rein. Da haben ich und ein Kumpel die komplette Mob-Arena geradet. Aber das geht am zu zweit, macht es mehr Spaß einfach. Jetzt warte hier, bis mein Stein fertig gebrutzelt ist, ey. Das sehen sie nur bei Robert. Ich hab da eben wen im Wald rumspringen sehen. Und ich wollte den da gerade abballern, aber irgendwie. Okay. Also wollte ich. Merke mir das, ja. Funktioniert. Ach, das warst du? Wer ist denn da so in seinem. Ah, das ist ein Creeper. Den baller ich mal ab. Boah, One-Shot, ey. Geil. Den baller ich mal ab. Wäre lustig gewesen. Wieso willst du eigentlich nicht, dass man den Wald hier abfällt? Weil da mein Haus drin ist. Wo? Du kriegst ja gar nichts mit, ey. In dem Wald ist dein Haus? Ja. Ja. Deine Hexenbude. What? Wo ist dein Haus? Hütte eingenommen oder was? Hier ist ein kaputter Baum, ey, der richtig zerfetzt wurde. Zerfickt wurde. Ah, das war der Baum, der gebrannt hat, ne, Buraki? Ein paar Folgen, wo ich bei der Brücke den ganzen Wald abgefackelt habe. Das dachte ich, das wäre Gondel. Wo ist deine Hexenbude hier? Psst. Hier ist doch nichts. Labe mich nicht voll. Guck mal, das ist keine Ahnung. Er hat mich schon... Ich hab ihn schon besucht. Du meinst hier in dieser Höhle, da? Ja, warte. Nee, bitte, ja. Oh, das sieht voll geil aus. Der Höhle. Er nennt sein Haus eine Höhle. Ja, da was Dingens also, angefangen hat. Wenn sein eigenes Haus eine Höhle nennt, dann ist was falsch gelaufen. Dann ist es Nico. Ja, komm mal, hier ist eine Kuh. Ja, hier ist eine Kuh. Weil du hast schon direkt bei unserem Haus da gesagt, bitte nicht fällen. Ja, das ist nur sicherheitsmäßig, ne? Sicherheitshalber. Damit ich das auf jeden Fall mache. So, ich bin jetzt beim Bambusfeld hier. Bambus! Bumbas! Ja, hey! Was? Ach da, ich sehe deinen Namen, okay.
habe ich ein Ei aufgehoben, ey. Findest du überall. Dann hast du jetzt eigentlich auch mal welche, ja? Boah, wie viele Eier hier liegen. Michi, hör auf Eier zu legen. Bastian ist unser Osterhase. Alter, was wird das hier? Ich hätte schon rübergehend, ja. Hier ist einfach so ein fettes Tunnelsystem durch den Berg. Ist nur 2x2. Voll geheim hier. Könnte meins sein vielleicht. Aha, was okay, gibt's hier? Ah, könnte ich mir durch, mal die Diamanten durchholen. Ja, okay. Ja, Diamantschaufel, ja, gönne ich mir auch mal. Was gibt's denn noch Gutes? Eisen, ja, kann man sich auch mal gönnen. Kannst du dir gönnen? Nee, Spaß. Was? Spaß? Was für Spaß? Aber ich den Stein, nicht. Also das Stein was hier, das würde ich gerne nehmen. Den brauche ich nicht, deswegen ist er da drin. Scheiße, Mann, verdammt. Stein ist zu wertvoll in Minecraft. Aber nee, Diamanten Stein sagt er, ja, Stein kannst du nehmen, aber Stein, ne. Hier, komm mal. Was? Hey. Dieses Huhn, das wird sehr viele Kinder gebären. Cobblestone. Oh ne, komm, hier haben wir genug hier, ey. Cobblestone habe ich ewig viel. Das ist ja eine Käfighaltung, ja, die wird noch ausgebaut. Käfighaltung? Ja, wenn schon eine Haltung, dann richtiger, ja. Gute. Bastians. Ich verklopp die ganze Zeit bei dem Berg hier. Hopp, hopp. Oh, dritte Folge, hallo Leute. Au, so, mal gucken. Au. Ja, das ist mehr als genug. So, jetzt sollte mein Stein fertig gebrutzelt sein. Hat sich gerimed. Oh, tap, hopp. Tuska, Tuska. Was? Knusper, was? Tuska, Tuska. Ach so. Tuska! Tuska! Buraki, wo bist du gerade? Da, wo du nicht bist. Weil wenn du in der Nähe bist, könntest du kurz Creative machen und kurz mal zu dem Leuchtturm kommen. Weil ich muss wissen, ob das jetzt von der Höhe gut so ist oder ob man da noch höher machen kann. Ob man da noch höher machen kann? Kann oder muss? Muss, müssen, will, wollen, tun. Zu haben. eBay Kleinanzeigen. Boah, jetzt mal so Bock auf Capri-Sonne. Aber nur Kirsche. Cola, Junge. Bäh. Glaub das geil. Schlechteste, ey. Das gibt's auch. Ich hatte das letzte Mal Capri-Sonne getrunken. Cola ist das bekannteste, ja. Echt mal. Da weiß ja eigentlich mal jemand, was hier gut ist. Das letzte Mal Capri-Sonne habe ich vor 6 oder 7 Jahren getrunken. Boah, das ist schon ein bisschen schlecht. Euch vor einem Monat oder so? Da hat mein Opa noch gelebt, Alter. Alter. Was muss ich mir vorstellen? Pracke, tanz an hier. Mir ist nicht nach Tanzen zumute. Okay. Na gut, ich geh dann mal. Was soll ich machen? Zum Leuchtturm gehen und einschätzen, ob die Größe in Ordnung ist. Oder ob ich das noch größer machen soll. Ach, kannst du stecken lassen. Mal gucken. Weil ich will ja deinen Turm nicht winzig erscheinen lassen. Weil, wobei, warte mal, sind wir eigentlich auf demselben Level jetzt? Ne, deiner ist noch größer, okay. Mach den Leuchtturm höher. Ihr baut einfach beide auf 255 und dann seid ihr gleich. Dauert nur ewig, aber ist ja egal. Hat man ja bei Drum Let's Play bei Aura gesehen. Gibt's da nicht so einen Verrückten, der irgendwie Hogwarts im Survival-Modus nachbaut? Ich bei weiß Aura? Nicht.
Es gibt ein, also es hat schon mal schon wieder eine Hogwarts in Survival nachgebaut, ja. Ey, geil, ich weiß, wie man ein Zauntor baut. Woo! GZ. Hat man die ja nicht schon jetzt 30 Mal gesagt. Ja. Ach man, dieser Buraki, ne? Der ist schon so ein Fall für sich. Diese Profis. Was? Yes! Profi und Buraki? Irgendwie passt da was nicht zusammen. Also er ist Black Ops, er ist Call of Duty Zombies Profi. Ja, das kann natürlich sein. Wollte mir gerade eine Fackel mit dem Survival-Modus holen. Kacke, Mann. Wie hieß dieser amerikanische Zombie-Typ da? Noah. Da gibt's ein paar. Genau, ja, dieser Noah, weil der ist ja richtiger Freak. Der hat ja nur, als diese neue Map rauskam, Revelations, hat ja wirklich 24 Stunden Streams gemacht irgendwie und dann nur versucht, die ganze Zeit dieses Easter Egg rauszufinden. Ja, das haben wir uns auch teilweise angeschaut, was er da macht. Alter, dachte ich mir nur so, oh Junge, ey. Der ist aber, auf sowas? Der ist aber der absolute Noob. Was? Weil ohne Perkaholic hat man den noch nie spielen sehen, der spielt gar nicht mehr anders. Ist schon ein bisschen was anderes, wenn du ohne Perks spielst oder wenn du Welle 1 schon sofort alle Perks hast. Haben wir doch aber auch gemacht, oder nicht? Aus, haben wir das nicht auch gemacht? Du hast höchstens ein Perkaholic gehabt, höchstens in unserem Easter Egg Try Versuch. Aber wir haben das auf Anhieb geschafft? Naja. Das war doch schon nicht schlecht. Wo wir dich im Team hatten, ja, muss schon sagen. Aber der Riese haben wir ja richtig fertig gemacht, ey. Und wie schnell haben wir das geschafft? 30 Minuten? Richtig übertrieben, ey. Ja, ich hab eh nichts gemacht, das hat eh nur Gott gemacht, die Scheiße. Das Easter Egg oder was? Ja. Das hat man in 5 Minuten fertig. Wenn man sich beeilt. Ja, aber das wäre langweilig für die Zuschauer, wenn das so schnell fertig ist. Das ist der riesige Easter Egg, kennt doch jeder, oder nicht? Ja, aber die Leute wollten das sehen, die haben ja Buraki schon wieder... Nein. Der Titel des Videos hieß, alle Easter Eggs machen. Also alle. Warum funktioniert dieser Scheißwerfer nicht? Komm an, Buraki. Ich zimmer hier meiner Bude rum. Ja, komm mal her, schnell. Ach, okay. Ich muss es jetzt wissen. Hab schon genug Zeit vertrödelt. Ja, Trödel, ey. Trödeltrupp, oder was? Ich glaube, wenn man sich außerhalb direkt vor den Dropper stellen würde, könnte man durch den Erdblock die ganzen Items aufsammeln. Au. Die Rüstung hält gar nicht mehr so lange. Schauen wir mal auf mein Bildchen. Wie habe ich denn das gemacht? Jetzt guck ich wohl da sein Handy so raus. Ja. Ich muss auf jeden Fall mal, wie ich die Spitze gemacht habe. Die Herzen ändern. Ich sehe immer nie, wenn ich fast tot bin. Du musst es so richtig rote so, Punkte machen, so gemacht. Richtig große. Okay. Die über den ganzen Bildschirm gehen. Da sieht man immer, ob man fast tot ist. Oder du machst jetzt 255 Health Boost. Dann hast du so viele Herzen in deiner Fresse, dass du gar nichts mehr sehen kannst. Ja. Okay, ich mach noch eine weiße Linie und dann noch eine rote und dann bin ich fertig. Laber, was? So, ich glaube, wenn ich jetzt was in die Kiste reinmache, dann geht's hier rein. Dann hast du was in der Kiste. Und kommt dann da unten raus. Ne, ich baue gerade ein automatisches Lager. Genau, was? Ein automatisches Lager, was von ganz oben in mein Haus nach ganz unten die Items bringt und dann sortiert. Mit seinem scheiß Trichtern wieder. Und wer, also diesmal ist es ein bisschen komplizierter als die scheiß Melonenfarm. Er muss immer alles automatisch machen. Alles nur Redstone. Der Rest ist zu langweilig für ihn. Ich wollte sagen, ich weiß gar nicht, wie ich die in eine Richtung von meinem Haus sonst bauen sollte. Also am besten mit Redstone irgendwie. Ich habe keinen Plan, genau. Was ich hier unten hinstellen soll. Oder hier oben. Redstone. Oder ganz oben. Alles aus Redstone. Ein Redstone-Dach.
Oh geil, mit Redstone Blöcken. Könnte man eigentlich machen. Eins, was leuchten kann. Genau. Auf dem Boden kannst du also Redstone-Muster machen. So wie Wolf, eine der war mit der roten Teppich. Jihad-Tempel? Nee, der hat bei uns im Keller so. Der wird mit TNT geschmückt. TNT genau. Geschmückt, der. Komm mal so hin, platziert aus Versehen eine Redstone-Fackel, boom, alles weg. Ein Creeper muss da einfach explodieren, ey. GG. Kurz den Explosionsschirm wieder angemacht. Aber wenn ein Creeper explodiert beim TNT-Fass, explodiert das TNT auch? Ja. Sogar schneller, also da kann man, also das geht instant dann los. Geil. Kettenreaktion, kabam! What the fuck? Dieses Instant-Explodieren ist auch das, warum dann Server so leckt. So, es kommt hier hin. Optimalfall. Easy game, easy life. Hauptsache, ich hab einen Amboss im Inventar. Oh, Schnee. Oh, toll. Kurz. Oh. Was ist denn da passiert? Wo ist denn auf einmal der Schnee hin? Hey, ich dachte, du bist in deinem Keller, Buraki. Ich will jetzt nicht sagen dürfen, dass es schneit. Ja, dann... Komm her! Bin noch weiter weg? Lappen. Spaten. Spargel. Mögt ihr Spargel? Nö. Ich auch nicht. Mögt ihr Brokkoli? Ja. Brokkoli mag ich auch. Voll geil. Mögt ihr Rosenkohl? Yep. Nee, ich mag keinen Rosenkohl. Mit so lecker Fleischsoße. Fleischsoße. So wie Mama sie macht, ne? Ja. Was? Ja, den habe ich jetzt nicht verstanden. Ghostbusters! Ich hätte das Lied jetzt nicht zuordnen können, bis du Ghostbusters gesagt hast. Was ist Ghostbusters? Habe ich auch nie geguckt. Ich wollte mal da hast du mal was richtig gemacht. Ich wollte mir eigentlich mal den neuesten angucken, aber... Mit den Frauen? Keine Ahnung. Hör mal den Bursch aus der Fresse! Ich hab nur dieses komische Trailer-Ding gesehen. Ja, da haben sich die Leute ja aufgeregt, dass der neue Ghostbusters-Film, dass das Frauen sind, dass die das nicht machen können. Weil die originalen Ghostbusters sind ja Männer, was fällt denen ein, da jetzt Frauen reinzunehmen? Voll frauenfeindlich. Haufen, Alter. So, aber auf jeden Fall hier oben klickert es nicht ganz so. Ach nee, okay, warte, ich habe es eigentlich. Ah, er klickert da schon wieder rum mit seinem Redstone-Gedöns. Na, ich habe das aber immerhin jetzt direkt diesmal irgendwann direkt ausschalten. Irgendwann muss ich auch mal so einen Redstone-Scheiß machen. Ich will so ein Redstone-Musik-Ding machen, so. Oh, viel Spaß, Alter, viel Spaß. Ah, diese Musik-Dinger kosten ja Diamanten, ne? Ey, nee. Nee, was brauchen diese Musikblöcke denn? Blöcke. Add alles auf. Ich hab ein YouTube, Google hab ich immer offen. Oh, Scheiße, Google ist dein Freund. Holz und Redstone. Holz und der Mitte, in der Mitte Redstone. Also einmal Holz. Ja. Also nice. So wie eine Kiste und in der Mitte einmal nur Redstone. Ist das so eine scheiß Musikmatte oder was? So eine Box. Das ist ein Noteblock, ja. Beim Jukebox ist es dann einfach nur eine, ein Diamant in der Mitte. Okay. Du möchtest, hä? Sowas gibt's? Ja. Da zum Beispiel, wenn du dann an deine Tür so einen Knopf machst, dann kannst du so eine Klingel machen. So eine machen Harry Potter Musik. Dün, was weiß ich, oder Mario so. Oder alles, was du willst, dann machen. Ach, mir gar nichts. Damit haben sie ja auch hier auf dem komischen Server da, wo Mario Party ist, ja. Diese Musik da gemacht. Ja.